Willkommen zur nächsten Folge zu Let's Play Terraria. Hallo Teclis. Hallo. Wir haben jetzt hier dreimal irgendwelche Events gehabt und die haben uns so weit von dermaßen weggehauen. Der Grund dafür ist die zufolge, wir haben ja die drei verbesserten Bosse besiegt. Den Zerstörer, den Skeleton Prime und die Zwillinge, also Twins, wie sie hier geschrieben werden. Demzufolge sind die Monster dann halt wieder nochmal ein bisschen schrecklicher geworden. Und das wollte ich euch aber erstmal noch vorenthalten. Weil, ach, guck mal ihn an. Palladium, da ist es doch gewesen. Weil, ja. Wir ziemlich abgelost haben. Wir haben richtig abgelost, auf jeden Fall. Nee, aber es geht halt hauptsächlich darum, dass, ich und Teclis uns erstmal ausrüsten wollten und dann wollten wir was halt gleich richtig anstellen. Auf der anderen Seite, Teclis, du hast mir gesagt, ihr habt die Adamantit-Sachen, die kannst du zurückverwandeln. Zurückverwandeln, du kannst du umwandeln, die ja. Eine Sache. In du brauchst du für die, brauchst du für die Frostrüstung, brauchst du doch, die Frostkurs. Eine Rüstung. Ja. War die Hellstone-Rüstung oder? Nee, die war die letzte Erzrüstung da, ne? Von den dreien, die wir freigeschalten haben. Du fragst mich was. Man muss mal die Frozen-Teile da einpacken. Ja, da sagt er mir, dass ich die Barren brauche. Du hast mir, was ich von dir gesagt habe, dass ich Adamantit-Rüstung auch benutzen kann. Ja, du hast. Ah, nee, du brauchst Adamantit dafür, was? Ja, die Barren dafür. Deswegen frage ich mich gerade, wie soll ich die Rüstung umwandeln können? Ja, das hab ich nicht nachgedacht. Weil hier steht nämlich nichts davon, dass ich die irgendwie nochmal zurückverwandeln kann. Die Adamantit, Ausrüstung. Wie viel Adamantit-Barren hast du noch? Da, nicht hier noch. Ich hab 26 da. Echt? Ja. Danke. Das könnte vielleicht sogar schon hinhauen. Ich werde mal hier schnell mal wieder meine Puppe anziehen. Denn werde ich Hitted Bone schalten, weil das brauche ich erstmal wieder nicht. Vergiss nicht, dass der Angler dann wieder in der Mitte kommt. Und ansonsten gucke ich jetzt mal schnell. Ich habe hier 27 Barren. Ich weiß nicht, ob das reicht. Ja, die kosten nicht so viel. Dafür hast du ja so viel. Keine Eisenrüstung hier. So, wir können jetzt 10 brauche ich, 20 und 16. Ich brauche 30, 46, kommt immer noch nicht hin. Du hast wie viel? 27. Ja. Plus deine 16 sind wir bei 43 und. Was? 26. Du hast 26 Barren. Ja, gib mir mal die Cores und die. Barren. Auch insgesamt meines Erachtens nur 3 Cores, also Frost Cores. Ja, ich hab jetzt die alle gegeben, ha. Ich hab 2 Cores nur und ja. Keine Barren gekriegt. Ah, ja, da sind die Barren. Du hast mir noch den. Jetzt so, what? Hast du 7 Cores davon gehabt? Nein, ich hatte 5, du hattest auch welche. Ja, ist wohl wahr. Du bist müde, genauso wie ich. Ist aber trotzdem eine neue Session. Wir haben halt nur sehr spät anfangen können. Weil jeder noch so ein bisschen sein Hobby vorangetrieben hat. Ja, die kostet gerade mal 10 Barren, so ein Ding. Ja, die Rüstung kostet aber demzufolge 20 Barren. Naja, die kostet normalerweise 24, oder? Das weiß ich ja eben jetzt nicht. Wie gesagt, du fragst mich Sachen. Siehst du, Orichalcum habe ich ja auch hier. Wofür war das nochmal? Orichalcum? Das war einer von den drei. Das war wahrscheinlich ein Äquivalent zu Mithril oder Palladium. Ich weiß auf jeden Fall, dass Adamantiterz und Titanerz eine Gruppe teilen. Wisst ihr, was die Frostrüstung an Vorteil hat? Nein. Kannst, mit Nah- und Fernkampfwaffen kannst du den Gegner einfrieren. Zeig. Frostburn, oder nicht Frostschaden. Sieht hier schon mal aus. Vielleicht 13, 20. Das kann sich noch hinziehen.
43 Rüstung hat die, allein die Rüstung. Frosthelm, alles klar. Was? Restlichen Bahn. Danke. So, dann werde ich mal hier mal schnell stapeln. Achso, ne, muss ich ja direkt hinsetzen, genau. Und hier die Barren. Ich muss sowieso eine neue Kiste machen, wo ich den Erz und Barren halt trenne. Habe ich schon lange gemacht. Wäre keine schlechte Idee. Weil es zu viel wird, ja. Und dann kommen ja noch welche dazu. Ja. So. Aber hat sich jetzt bei den Verkäufern irgendwo irgendwas verändert, sodass man vielleicht noch mal ein paar bessere Sachen kriegt, oder? Noch nicht, ja. Okay, na gut. Wie hast du denn diese Puppe erstellt? Welche Puppe? Die Rüstungsständer? Ja. Einfach nur Holz. Einfach nur Holz. Und wo muss ich da hin? Eine Werkbank oder Heavy Workbench wahrscheinlich, war, die du bei dir zu stehen hast. Sägewerk halt. Sägewerk, habe ich ein Sägewerk hier? Ich glaube nicht. Doch, da unten. Gucken wir mal. Ja, ich habe eine. Nehmen wir gleich mal zwei, dann haben wir einen Vorrat. Und die stellen wir mal ganz oben auf. Ach, oben ist ja nur wenig Platz. Na gut, hier, jetzt geht's aber. Zack und zack. Dann ziehen wir den an. Dann seht ihr auch mal, wie die Rüstung hätte aussehen können an mir. Und hier können wir auch nochmal testen. So würde das denn eigentlich bei mir aussehen. Gut. Und jetzt gucke ich mal, was das eigentlich für ein Bonus hier, weil ich habe jetzt nicht geguckt gehabt. So, Bonus-Set. Million Range. Achso, Melee and Ranged Attacks caused Frostburn. Das heißt, ich kann also wirklich jetzt einfrieren. Das würde ich jetzt mal schnell ausprobieren. Nur mal um zu gucken. Für Studienzwecke. Eine Mini und mein Maxi-Heil und Sprengmunition. Viel Spaß, Alter. Ach ja, neue Flügel habe ich außerdem auch gekriegt. Das ist ja von Techless. Die sollen angeblich besser sein als die Jetpack. Ich habe aber schon herausgefunden, ihr habt das. Ja, dass die Flügel doch ein bisschen langsamer sind, wenn ich jetzt steigen will. Also Jetpack ist da natürlich noch ein bisschen schneller gewesen, aber die maximale Steigerate hat sich verbessert. Diese Angaben sind natürlich wieder ohne Gewehr. Alles nur gefühlt. Alles nur gefühlt. Nee, wirklich, die waren langsamer. Aber ich habe jetzt eine Frostburn-Geschosse automatisch drin. Na gut. Wenn ich die denn mit verfluchte Flamme-Munition benutze? Haha. Aber gut. Wir wollten ja quasi erstmal in den Dschungel und da gucken, was da so abgeht. Weil da soll sie jetzt auch wieder was verändert haben. Ich würde aber meine Spritzpistole mitnehmen. Damit wir notfalls. Ja, damit wir notfalls dann halt gleich mal was säubern können. Deswegen, Werkzeug war nicht das Richtige, aber wir könnten ja schon mal. Einsortieren lassen. Genau. Und dann brauche ich meine Farbstoffpistole. Wo waren die nochmal hier? Meine Reinigungsknarre, genau. Hier ist er. Den Flammenwerfer lassen wir erstmal außen vor, weil den benutze ich jetzt in letzter Zeit so selten, weil er halt nicht mehr so viel Schaden macht wie früher. Ich hab's ja ausprobiert gehabt, aber da war es nicht viel. So, gut. Techless, es wird ja sowieso dunkel. Du wolltest ja sowieso noch mal ganz schnell den Boss killen. Ich wäre dann aber auch bereit. Nehme ich nochmal meine Meteoriten. Ne, ich nehme meine Sprengmunition mal. Hast du den Anglerhut auch schon, ja? Ja. Kommt meine komplette Anglerausrüstung hier in dieser Kiste. Hast du den Lügen dir alle, würde ich sagen. Aber ich auf jeden Fall, dafür, dass ich jetzt schon ein Cellphone habe. So, nichtsdestotrotz, du wolltest jetzt das Auge. Du hast das Auge bei.
Dann packe ich immer meinen Boss hier wieder in die Kiste. Und dann werden wir gleich mal durchstarten hier. Eigentlich müsste ich ja jetzt noch mehr Schaden machen. Aber dadurch, dass ja jetzt meine Rüstungsbonus wieder weg ist, muss ich mal gucken, wie ich das dann am besten anstelle. Aber irgendwie mache ich dann doch weniger Schaden. Ich bin jetzt zwar besser geschützt durch eine 71er Rüstung. Was jetzt schon? Wow. Ja, ich habe auf Vollpanzerung gegeben. So. Du hast ja jetzt Items auf Vollpanzerung gegeben. Naja, also, ja, 3 Abwehr, 1 Abwehr, 4 Abwehr, 4 Abwehr, 1 Schaden. So sieht es jetzt aktuell bei mir aus. Außerdem werden alle Statistiken nochmal erhöht, weil ich habe da so was Besonderes gekriegt. Aber gut, du könntest jetzt starten. Das Problem dabei ist... Also ist es noch nicht dunkel genug? Nö, die Zeit ist ja richtig. Na dann los. Ja, aber bloß meine Augen haben irgendwie abgelegt. Ja, die Zeit drängt, aber wir sollten das eigentlich trotzdem schaffen. Wir haben eine ganz andere Ausrüstung. Lungenprobleme sind die jetzt nicht mehr. Naja, so sehr anders ist die nicht. Ich hab's schon mal mit einer Maxi-Haie gelegt. Du hast eine 71er Rüstung jetzt. Du hast bessere Ausrüstung, du hast bessere Flügel. Es ist alles besser. Warum hast du da reingepackt, Alter? Alter. Was sagst du da? Hä? Ich kann es dir nicht sagen, tut mir leid. Aber wir können ja mal den Status nochmal angucken. Gesegnet zu 33% verdorben. Das Verderben und das Segnen werden wir natürlich dann bei Zeiten auch wieder zurückverwandeln. Weil dafür ist halt diese Knifte da. Diesen Klentaminator, meine Güte. Die Reinigungsknarre halt. Und das erste Ohr kommt. Und das erste Ohr kommt. Ach, hier muss man jetzt den anderen. Den anderen ist der Nahkämpfer. Der macht den ganzen Schaden. Siehst du, Leute, wie ich ab hier? Ja, kein Wunder, ich hab keinen aktuellen Zauber. Ich mach gerade 500 DPS. Muss ich mal gucken, was ich da an DPS habe. Vorsicht, der hat den Flammenwerfer jetzt aktiv. Ja, ich bin gleich getötet worden. Weil ich mir ja nicht aufgepasst habe und meine DPS geguckt habe. Ja, komm her, du Bitch. Ja, das hat man davon, wenn man sich zu überlegen fühlt. Oh oh, ja. Da hast du recht. Da hast du komplett recht. Da hast du komplett recht. Wo ist mein Heilungstrank? Da ist er. Oh. Hui. Teclis, kommst du mal bitte wieder zurück? Ja, ich muss mich gerade heilen. Außerdem kann ich nicht zurückkommen, wenn ich da bin. Mensch, das Kind, aber ist momentan die Tür jetzt schon wieder zu mir. Hast du wieder den Ogre getötet hier, oder? Ja, ich dachte mir, das würde uns vielleicht helfen, wenn ich schon mal vorher ein bisschen was mache. Aber ich wollte halt den Boss jetzt nicht irgendwie verschwinden lassen, dadurch, dass ich dann sterbe. So, du darfst einsammeln. So, jetzt gleich nochmal, aber... Warte, willst du das echt nochmal schaffen? Ich bin jetzt schon überfordert gewesen. Weh, du stirbst mir nochmal. Ich hab Angst. Kannst mich doch nicht alleine lassen mit solchen Glubschern. Die konnten ja gar nicht. Du hast zurzeit die bessere Ausrüstung als ich beim Astrobilder hier. Muss ja aber sagen, die greifen Bede gerne mal im Nahkampf an. Wenn du drin fliegen musst, ja, die fliegen in dich rein, die greifen nicht im Nahkampf an. Dein Nahkämpfer ist ein grüner Auge. Ja. Bin ja dabei. Wieder dabei. Bin dabei, den fertig zu machen. Ja, den grün. Meine Augen machen ja auch noch ihren Teil. Andere Ogre ist kein Problem mit dem Laser. Macht einfach zu wenig Schaden. Was halt jetzt eigentlich für Munition? Ach, High Velocity. Das ist ja nicht die Sprengmunition, das ist einfach nur die Schnellfeuermunition hier. Da muss ich nochmal umspecken. Und zwar auf Meteoritenschuss. Ja, das haben wir schon mal geschafft.
Warum macht denn der so wenig Schaden bei mir? Weil du einen 70er Rüstung hast. Ey, warum stirbst du denn jetzt schon wieder? Naja, ich sterbe nicht. Ja, Icke. Das ist so wenig Rüstung gerade gefühlt. Wo ist meine ganze, meinen ganzen Item, wo sie kommen, hast du wieder 8 Gold von mir gekriegt. Ja, kriegst du 21 Gold wieder zurück. 21? Weil ich gerade 21 habe und ich hab keinen Bock, das aufzuteilen. Dann nehme ich sie wieder bei Hand. Egal. In der Rüstung oder was? Nein, ich kann. Ach, ich kann immer wieder farmen, darum jetzt bloß. Das ist wohl wahr, das wird immer leichter, schnell hier zu ganz zu kommen. Ja, wollte ich mal meinen. Hier. 21 Gold, das kleine Geld behalte ich. Danke. Den kriegst du nicht, das ist meins. Kleinen habe ich selbst genügend. So, du wolltest aber noch die Barren wahrscheinlich und auch die Seelen der Einsicht, richtig? Ja, weil man dann die Bienen-Äxte bauen können zum Beispiel. Und hier dein bekackt Grab kannst du oberhalten. Meins ist nicht bekackt, ja? Da ist er bissig, der Techlist. Aber gut, die Folge ist vorbei. Wir haben jetzt den hier nochmal besiegt, ihr habt. Also die Twins, genau, zweimal. Und in der nächsten Folge sind wir vielleicht sogar schon wieder auf dem neuen Gebiet, weil da jetzt dann hoffentlich in den Dschungel. Also Leute, lasst euch YouTube bis nächstes Mal. Haut rein, wie gesagt, tschüss.